Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute geht es Schlag auf Schlag. Nachdem es im Fall von Valeria schon zwei Neuigkeiten gab, demzufolge gibt es in dem Fall auch zwei Videos von mir, gibt es jetzt auch in dem Mord an der 21-jährigen Marche B. aus Niebel sehr interessante Neuigkeiten. Auch zu dem Fall hatte ich ja heute ein Update-Video gemacht. Und zwar wurde im Fall des Mordes an der 21-jährigen Marche B. ein 35-Jähriger aus Niebel heute festgenommen. Er wurde durch einen DNA-Abgleich identifiziert. Er wurde am Donnerstagnachmittag von Kripo-Beamten zum Amtsgericht Flensburg gebracht, wo ein Richter dann Haftbefehl wegen Mordes erlassen hat. Der Mann lebte in einiger Entfernung zum Opfer und nach Erkenntnissen der Ermittler gab es keine Vorbeziehung zwischen dem Verdächtigen und dem Opfer. Marche B. war ja in Niebüll als Gärtnerin beschäftigt und eine sehr gute Schwimmerin. Sie verschwand am vergangenen Freitagvormittag zwischen 8 und 12 Uhr, als sie noch 50 Meter entfernt von ihrem Apartment in Niebüll im angrenzenden Marschenpark Sport machen wollte. Zu einer Verabredung mit ihrer Mutter erschien sie jedoch im Anschluss nicht und diese hatte sich dann Sorgen gemacht und die Polizei alarmiert, weil abgesprochen war, dass Marche sich bei ihr meldet. Laut Freunden war Marche auch eine zuverlässige junge Frau, die immer Wort hielt und nie zu spät bei Verabredungen erschienen ist. Die Streifenwagenbesatzungen suchten dann rund um die Wohnanlage am Schrieberweg, in der die 21-Jährige ein Apartment bewohnte, alles ab, allerdings vergebens. Und auch Suchmaßnahmen der nahen Umgebung gingen zunächst ins Leere. Und in der Nacht auf Samstag wurde sie dann ja tot gefunden. Und zwar um 2.15 Uhr morgens. Der jetzt in Untersuchungshaft sitzende Verdächtige hatte nach Erkenntnissen der Ermittler nach der Tat noch versucht, die Tote zu vergraben. Dies hat dann aber nicht geklappt. Weitere Informationen stehen momentan noch nicht zur Verfügung. Die Meldung kam jetzt gerade vor circa 10 Minuten rein. Ich denke mal, ein weiteres Update-Video könnt ihr morgen von mir erwarten, denn wie ihr wisst, lebe ich ja in Thailand und da haben wir mittlerweile schon 20.40 Uhr. Also wenn da in der Nacht etwas auftauchen sollte, dann werde ich mich direkt früh morgens dran setzen und dann ein Video für euch erstellen. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.